Die Moai-Statuen stehen schon seit vielen Jahrhunderten. Diese großen Skulpturen wurden damals von Menschen gehauen, was sicher nicht einfach war. Vielleicht haben sie deshalb aufgehört, sie herzustellen. Wer weiß. Lass uns herausfinden. Die Osterinsel liegt 4000 Kilometer östlich von Tahiti und ist 163 Quadratkilometer groß. Auch heute ist sie eine der isoliertesten Inseln der Erde. Früher wuchsen dort viele verschiedene Bäume und Farne. Aber als die ersten Menschen um 400 nach Christus auf die Insel kamen, holzten sie die Wälder ab. Und ab 1250 nach Christus tauchten überall diese Moai-Statuen auf. Sie wurden aus verschiedenen Gesteinsarten hergestellt, darunter verdichtete Vulkanasche, Basalt, Trachyt und rote Schlacke. Weil es eine vulkanische Insel ist, gab es das Material in Hülle und Fülle. Nachdem die Statuen errichtet wurden, bedeckte man sie mit Bimsstein. Die Statuen haben unterschiedliche Gesichter, aber sie alle haben dicke Brauen und eine große Nase. Ihre Arme sind eng am Körper, einige haben auch Hüte auf dem Kopf. Auf der Insel sind fast 900 Statuen verteilt. Sie sind unterschiedlich groß. Einige sind nur 4 Meter hoch, andere sogar 12 Meter, die bis zu 82 Tonnen wiegen. Da die Statuen alle verschiedene Gesichter haben, glaubt man, dass sie die Vorfahren, Häuptlinge und andere wichtige Menschen darstellen, die einst auf der Insel gelebt haben. Aber ohne eindeutige Beweise ist es unmöglich, den wahren Zweck der Moai herauszufinden. Einst standen sie an der Küste und wachten über die Menschen in den Siedlungen. Ihre Rücken zeigten zur Geisterwelt des Meeres. Als die Europäer die Moai-Statuen in den 1700er Jahren entdeckten, waren viele schon umgestürzt. Den Bau und die Pflege der Statuen hatte man nämlich schon viel früher aufgegeben. Und das, obwohl der Bau dieser Statuen viel Mühe gekostet haben muss. Es muss lange gedauert haben, diese Statuen mit einfachen Spitzhacken zu hauen. Ein sechsköpfiges Team brauchte ein Jahr, um eine einzige Statue nachzubauen. Wenn eine Statue fertig war, wurde sie an ihren auserwählten Platz geschafft. Sie wurden teilweise etwa 18 Kilometer weit geschleppt. Mit Hilfe der Kohlenstoffdatierung haben Fachleute herausgefunden, dass die Statuen ab 1250 nach Christus entstanden. Aber um 1500 nach Christus hörte man damit auf. Alles wurde einfach stehen und liegen gelassen. Das heißt, nur ein Viertel der Statuen wurde tatsächlich aufgestellt. Ein Teil steht noch im Steinbruch und andere wurden mitten auf dem Weg liegen gelassen. Irgendetwas muss auf der Insel passiert sein, dass die Inselbewohner das Interesse an den Statuen verloren haben. Natürlich gibt es viele Theorien, was passiert sein könnte. Die meisten beziehen sich auf die Abholzung der Wälder. Die Inselbewohner werden Holz benutzt haben, um die Statuen über die Insel zu transportieren. Wahrscheinlich hatten sie sich eine Art Schlitten gebaut oder nutzten Baumstämme als Rollen oder bauten sich Kanus. Das Holz ging also irgendwann zur Neige und neue Bäume wuchsen sehr langsam. Dann gab es Ratten, die die Samen fraßen. Die Inselbewohner brauchten aber Holz für ihr tägliches Leben, also auch für praktische Dinge, nicht nur um ihre Statuen zu bauen. Es könnte aber auch sein, dass man mit dem Bau der Statuen aufgehört hatte, weil andere Projekte aufkamen. Mit der wachsenden Bevölkerung wurden Steingärten immer wichtiger. Sie waren gut für den Boden, hielten ihn warm und düngten ihn gleichzeitig. Die Inselbewohner verbrachten viel Zeit, diese Steingärten anzulegen. Sie hatten also keine Zeit mehr für den Bau und das Versetzen der Statuen. Eine andere Theorie besagt, dass sich das, woran die Menschen geglaubt hatten, mit der Zeit verändert hat. Es wird angenommen, dass die Inselbewohner die Statuen einst als Verbindung zu ihren Vorfahren sahen. Aber irgendwann kamen neue Rituale auf, die eine andere Art der Stärke und Macht darstellten. Man begann, Bilder von Seevögeln zu schnitzen. Vögel wurden zum wichtigsten Tier auf der Insel. Die Menschen glaubten, dass ihre Vorfahren durch die Vögel auf sie hinabblickten und nicht mehr durch Statuen. Es gab also keinen Grund mehr, die Moai zu bauen. Diese Theorien können wahr sein oder auch nicht. Das Hauptproblem war aber, dass diese kleine Insel die wachsende Bevölkerung nicht ernähren konnte. Was einst ein üppiges, mit Wäldern bedecktes Land war, wurde schnell zu einer kargen Landschaft. In den ersten paar Jahrhunderten lebten die Menschen von den Waldressourcen. Aber nach 1550, als die Wälder abgeholzt waren, wurde die Landwirtschaft immer wichtiger.
Die Stämme der Insel, die einst diese fantastischen Monolithen zusammen bearbeitet hatten, verfielen in einen Konkurrenzkampf. Und während ihrer Kämpfe um Land und Ressourcen wurden die Moai-Statuen umgestoßen, auch um ihre Bedeutung zu verringern. In den folgenden Jahrhunderten wurden nach und nach alle Statuen umgestoßen. Einige fielen aber auch einfach so um. Und andere landeten im Wasser rund um die Insel. Dort lagen sie eine Weile rum. Heute stehen die Statuen aber wieder. Und Besucher aus aller Welt kommen auf die Insel, um sie zu bestaunen. Falls du diese abgelegene Insel besuchst und die Statuen zum ersten Mal siehst, wirst du dich automatisch fragen, wie diese Statuen entstanden sind und bewegt wurden. Die Kernfrage lautet also: Wie um alles in der Welt hat man das damals geschafft? Immerhin sind sie ein beeindruckendes Kunstwerk. Ich kann dir sagen, die Polynesier haben viele außergewöhnliche Dinge geschafft. Schon um 1500 vor Christus begannen sie als Seefahrer die Welt zu erkunden. Sie nutzten für damalige Verhältnisse die fortschrittlichsten maritimen Erfindungen. Sie segelten mit Katamaranen und Booten über den Ozean. Sie besiedelten Südostasien und viele weitere Orte im Pazifik. 900 vor Christus lebten sie schon auf Hawaii im Norden und 1200 vor Christus im Süden Neuseelands. Die weiteste Reise nach Osten war die zur Osterinsel. In wenigen Jahrhunderten besiedelten die frühen Seefahrer ein Gebiet von tausenden Quadratkilometern. Von den Orten, wo sie schon waren, zogen sie weiter und erkundeten so den Ozean. Sie waren sich ihrer Umgebung auch bewusst. Tagsüber beobachteten sie die Sonne, wie sie auf- und unterging. In der Nacht beobachteten sie die Sterne. Wenn es bewölkt war und die Seeleute die Richtung nicht durch Sonne oder Sterne bestimmen konnten, nutzten sie andere Methoden. Sie beobachteten die Bewegungen der Meeresströmungen und Wellenmuster und achteten auf die Biolumineszenz im Wasser. Und so konnten sie auf bestimmte Inseln zusteuern. Sie verstanden sogar, dass Inseln und Atolle in der Ferne Luft- und Seeinterferenzmuster verursachten. Auch die Vögel lieferten ihnen Hinweise. Einige flogen weite Strecken von einer Insel zur anderen, wodurch sie für die Seefahrer eine Art visuelle Route zogen. Andere Vogelarten hatten bestimmte Fütterungszeiten. Die Seefahrer wussten also, wann und wo sie jagten und richteten ihre Schiffe danach aus. Bisher galten die Wikinger als die Seefahrer schlechthin. Aber während sie noch den Sonnenkompass nutzten, verließen sich die frühen Polynesier auf ihr Wissen und konnten sich von der Natur leiten lassen. Ihre Fähigkeiten waren so gut, dass der englische Entdecker Captain James Cook 1769 sogar einen polynesischen Navigator anheuerte. Cook wollte sich sein Wissen über die Meere zunutze machen. Beeindruckend war, dass der Polynesier eine Karte aus seinem Gedächtnis zeichnete. Sie umfasste ein Gebiet von 3200 Kilometern. Und in diesem Gebiet gab es 130 Inseln. Und der Seefahrer kannte 74 dieser Inseln beim Namen. Zu Beginn der Reise schenkte Kapitän Cook seinen Ratschlägen kaum Beachtung. Aber das änderte sich im Laufe der Reise. Captain James Cook erkannte, dass die Polynesier das wohl am weitesten verbreitete Volk der Erde sind.